ich habe entschieden, mal wieder eine Steffeles-Tour zu machen. Die ersten 10 Steffelen bringen mich immer hier um. Ich bin gerade erst losgelaufen und muss noch da hoch. Aber das ist erst der Anfang. Ah, der Frühling naht. So, ich bin hier auf der alten Weinsteige, die nach Degerlob hochführt. Und hier führt die Zacke hoch. Hat es viele schöne alte Häuser, aber auch sowas. Ist allerdings auch schon älter. Hier geht noch eine Staffel hoch. An diesem wunderbaren Mammutbaum. Auf der anderen Seite ist dieses schöne Häuschen. Wäre eher was für mich. Das ist die neue Weinsteige hier, die nach Degerloch hochführt. Und an der liegt irgendwo dieser Park, wo ich hin möchte. Ob der Steig. Higut-Württemberg, Allwege. Leben ist Gold und Korn süß der Hass kurz, die Liebe grenzenlos. Gabriela Mistral, eine chilenische Dichterin. Und hier haben wir den Santiago de Chile Platz. Auf der anderen Seite dieses Menhirs steht es, die Einweihung des Santiago de Chile Platzes am 21. Oktober 2006. Das liebe ich natürlich über alles. Du kannst über die Wirklichkeit nichts aussagen, wenn du nur die sichtbare Oberfläche der Dinge beschreibst, die jedermann vor Augen hat. Der Wernhaldenpark befindet sich mitten in Stuttgart, aber er ist relativ unbekannt. In der Tat kannte ich ihn auch nicht. Ich bin zwar direkt unterhalb der neuen Weinstraße, aber ich komme mir gerade vor, wie, ich weiß nicht, wenn ich den Verkehrslärm nicht hören würde, mitten im Wald irgendwo. Und
Hier hat es mehr als 40 kalifornische Mammutbäume, die König Wilhelm I. von Württemberg gepflanzt hat, denn er hat im Jahr 1864 ein Pfund Mammutbaumsamen erstanden. Und die in der ganzen Stadt und auch darüber hinaus, glaube ich, gepflanzt. Sehr spannend. Da muss ich jetzt aber drüber, ob die mich noch aushält. Und live miterleben, wie ich in den Abgrund stürze, wenn ich Pech habe. Aber das habe ich ja nicht. Gefahren überall. Also das ist ja schrecklich. Das Leben ist eines der gefährlichsten. Da unten ist ein Hund. Dann gehe ich jetzt erstmal nach oben. Na ihr? Ob ich hier im Park komme? Keine Ahnung. Na? Ja, ich wollte eigentlich wieder in die Stadt runter. Stattdessen bin ich nach oben gegangen. Bin jetzt hier über der neuen Mainsteige. In so einem wunderbaren Turm. Gehe ich mal schnell weiter. Und hoffe, sieht ganz so aus, dass ich hier in den Park komme. Das müsste die Wernhalde sein, wo auch der Fernsehturm ist. Da war ich noch nie zu Fuß. Alles Neuland. Spannend. Ja, und hier hat man doch einen herrlichen Blick über die Stadt. Ja, und hier ist man gleich wunderbar im Wald. Ui. Da muss ich jetzt natürlich mal schauen, was das war. Ui. Naja, hier geht's nicht mehr weiter. Thank you.
oder ins Zentrum? Na, ich glaube, ich gehe hier. Den Weg kenne ich noch nicht. Es war jetzt herrlich. Noch ein Mähnchen. Ein Heinrich Fischbach, dem verdienten Vorstand, gewidmet. Vom Verschönerungsverein. Ach, Verschönerungsverein ist immer was Schönes. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo Pilze suchen gehen kann, bevor ich wieder in die Stadt komme. Aber da mache ich jetzt aus dafür. So, ich bin jetzt auf dem Aussichtspunkt Schillerhöhe auf 408 Metern Höhe. Der Aussichtspunkt mit der im Jahre 1865 gepflanzten Schillereiche war eine der ersten Anlagen des 1861 gegründeten Verschönerungsvereins. Hier soll auch daran erinnert werden, dass Friedrich Schiller 1778 seinen Mitschülern aus der Hohen Karlsschule im angrenzenden Bopserwald, aus dem wir gerade kommen, aus seinem ersten großen Werk Die Räuber vorgelesen hat. Das da ist der Monte Scherpellino, der Birkenkopf. Da. Unsere Pyramide, wo mal eine Flakstellung oben war und nach dem Krieg, weil die Sprengung dieser Flak alles zerstört hat, haben sie die Reste der zerstörten Stadt dort aufgetürmt, dorthin geschmissen und ja. Häuser. Da hätte ich gern das Turmzimmer vorne. Könnte man schön Harfe spielen. Jetzt bin ich auch noch in diesem Weißenburgpark. Da war ich auch noch nie und hatte gehofft, dass ich da vielleicht hinkomme. Ich glaube, das ist das Teehaus. Reinhold Nägele. Aber der hat einen süßen Namen und einen süßen Kopf, finde ich. Er war Maler und Grafiker. Das ist doch herrlich. Hier haben wir das Rathaus und daneben die Stiftskirche. Und hier ist die Karlshöhe. Da ist der Hasenberg, die Hasenbergsteige, und da geht man zum Monte Scherpellino, zum Birkenkopf hoch. Ja. Und das ist die Markuskirche. Da so in die Richtung laufe ich jetzt wieder irgendwie runter. Und ich bin
Wo ist mein Finger? Hier hinten irgendwo hochgelaufen. Da oben habe ich irgendwo die Kirche hinter dem Baum gesehen und bin hier so rüber. Schöne Runde, kann man wiederholen.